zeigen wir mal dem Onkel Victor, was du Tolles kannst. Victor, guck mal, das musst du. Das musst du. Sitz, sitz! Komm mal her, das musst du gucken, das ist super jetzt. Guck mal, alle hopp! Guck mal, das ist lange abgewehrt. Victor, guck mal, das musst du mal. Hau ab. Och, Victor. Wenn die Töle diesen scheiß Datenabgleich hier machen kann, kannst du wiederkommen. Ich sitze schon seit einer Woche an dem Dreck. Victor, guck mal, jetzt warten wir alle anderen. Hau ab! Ab! Ich mach mir ernsthaft Sorgen um Victor. Ich meine, er hat immer schlechte Laune, aber letzte Zeit. Es wird mich nicht wundern, wenn er wieder trinkt. Ich hab nämlich gestern zufällig was entdeckt. Das ist ein typisches Alkoholikerverhalten. Heimlich Vorräte bunkern. Die können ihm echt auf den Sack gehen, wissen Sie das? Ja. Das ist aber auch beschissen gemacht, der ganze Laden. Haben Sie sich wehgetan? Ja, sicher, blöde Frage. Soll ich Ihnen helfen? Da gehst du mir weg! Aber vielleicht mal in seinem eigenen Laden umfallen, ohne dass gleich der Psychofuzzi kommt. Und jetzt stellen Sie das wieder zurück. Ja, was ist? Haben Sie nie gesoffen, als Sie Ihre Frau hat scheiden lassen? Nee, wahrscheinlich haben Sie sich mit Fingerfarben. Ich will es gar nicht wissen. Ihre Frau will Sie scheiden lassen? Ja, wenn ich nicht zur Hochzeit meiner Tochter gehe. Ich habe denen gesagt, ich will nicht sehen, wie die Leckschwester und meine Tochter. Das mache ich nicht. Aber wir haben doch darüber gesprochen, dass die Entscheidung Ihrer Tochter, eine Frau zu heiraten, durchaus. Da könnt ihr euch alle auf den Kopf stellen, das mache ich nicht. Sorgen um Victor und Hendrix. Der Hendrix ist völlig neben der Spur. Eddie geht mir dermaßen auf den Senkel. Hä? Nee. Der denkt auch, alles, was Titten hat, ist eine Putze, ey. Ich hab so dermaßen die Schnauze voll. Ich wollte eigentlich darüber sprechen, dass der... So ein Spacko. Schick mich Wasser holen. Und ich lauf auch. Ja, naja, toll. Crap. You don't have to sit back and relax. You can actually try changing it. I know we've always been taught to rely upon rules and authority, but you never know until you try. Frau Glombitzky, können Sie irgendetwas von dem, was Sie hier erzählt haben, beweisen? Ja, ich habe Fotos gemacht mit dem Handy. Moment. Hier. Echt, einer muss ja mal auspacken. Das kann so einfach nicht weitergehen. Es wundert mich sowieso, dass da noch keiner dran gestorben ist an dem Zeugs. Das sind die Rumsticks, wo ich vorhin erzählt habe. Die waren alle abgelaufen, die ganze Ladung. Die mussten wir neu verpacken und umetikettieren. Hier. Da kommt einfach eine Marinade drüber und fertig. Und das Fleisch, das ist teilweise schon richtig grün. Hier, das liegt aber vielleicht auch am Handy. Das kenne ich, das hatte ich auch mal, das ist scheiße. Gucken Sie mal. Der Mann da ist auch grün. Haben Sie den auch umetikettiert? Was meinen Sie eigentlich, warum ich rausgeflogen bin bei Kaltenbach? Weil ich gesagt habe, dass ich damit zur Polizei gehe. Gute Frau, ich habe nur gesagt, er ist grün. Kommst du kurz mal mit raus? Wir gehen kurz mal raus. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind hier in besten Händen. Die Kollegen sind manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber fachlich. Wir haben doch jetzt nur Arbeiter aus Litauen und Lettland. Mit denen kannst du alles machen. Die sagen natürlich nichts. Nein, du bist doch total untervögelt. Ich rede gerade mal beruflich, du Eimer. Du redest beruflich mit mir? Na, du bist doch chronisch. Die haben alle gesagt, dass es keinen Sinn hat, zur Polizei zu gehen. Ich versichere Ihnen Ihre Aussagen. Die werden hier hundertprozentig ernst genommen. Lesbisch, lesbisch und ein bisschen schwul. Wir vögeln hier, vögeln da. Tausend nackte Weiber. Wir vögeln hier, wir vögeln da. Das ist alles jetzt vielleicht ein bisschen noch vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da jetzt einen ganz komischen Eindruck gewonnen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein ganz falscher Eindruck ist, den Sie da gerade gewonnen haben. Da läuft eine Riesenschweinerei bei Kaltenbach. Und ich weiß nicht, ich dachte, ich komme hierher und dann... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das klingt alles so blöd. Sie wollen Gerechtigkeit und das ist überhaupt nicht blöd. Das ist vielleicht ein bisschen altmodisch. Denkt man immer gleich an Jesus und die Musketiere. Ich versichere Ihnen, wir wollen ja alle dasselbe. Und wir sind hier die Musketiere, wir alle. Wir machen einen Termin. Und dann fangen wir nochmal von vorne an. Ja, ich gebe Ihnen meine Nummer, okay?
So. Fußspray-Pudding. Ach so, Rückseite, Rückseite. Dr. Max Munzel. Ja, das ist Doktor, Doktor, können Sie... Oh. Leute, so geht das nicht. Da kommt eine Zeugin in einem Fall und will eine Aussage machen. Und ihr... Ich wollte ihr im alten Laden eins auswischen. So sieht das aus. Die ist da rausgeflogen. Mein Eindruck war, die hat ein ernstes Anliegen und ihr habt die einfach so abgefertigt, als ob... Zuallererst mal, ja, ist dieser ganze angebliche Gammelfleischskandal bei Kaltmach schon zweimal untersucht worden von zwei verschiedenen Abteilungen. Und soweit ich weiß, ohne Ergebnis. Wobei es auch mal ganz schick gewesen wäre, wenn wir noch mal ein paar Berichte gehabt hätten, bevor wir mit der Lady reden, ne? Was willst du denn von mir? Ich sitze seit Wochen an diesem scheiß Datenabgleich. Jetzt kommst du mir noch polnisch, oder was? Ja, die Lütte ist einfach chronisch untervögelt. So sieht's mal aus. Du mir auf die Stücke, Alter. Und vor allem tu doch bloß nicht so, als wärst du hier der meistbeschäftigte Stecher des Westens, du Willi. Bei dir läuft doch gar nichts. Okay, vielleicht können wir das Gespräch mal wieder auf eine sachliche Ebene bringen. Was ist denn, wenn sie recht hat? Was ist denn, wenn Kaltenbach wirklich abgelaufenes Fleisch ausliefert? Was ist denn, wenn die dieses Gammelzeug in die Fleischwurst reintun, Victor, oder? Mmh. Oh Gott, ich denke, euch geht's auch ein bisschen um Gerechtigkeit. Wir sind doch sowas wie die modernen Musketiere. Das waren mindestens noch 12. Ich wäre froh, wenn wir so viele wären. Das sind die 12 Apostel, so Spacko. Kinder, bitte. Wie stark sind wir denn momentan unterbesetzt? Bubu. So geht das nicht länger weiter. Da kämpft privat jeder gegen jeden, sodass sie mal gemeinsam an den Fällen arbeiten. Da scheint es ja bislang nicht so gut gearbeitet zu haben, wenn die sich alle so an die Köpfe kriegen. Willst du dich einspielen? Was soll denn dieser ironische Unterton? Gar nichts. Komm, mach dich locker, du hast Feierabend. Los, einspielen. Oh nein, ich will mich nicht einspielen. Ich bin auch nicht locker. Buhl, das ist wirklich knapp vor einem Salsa-Tanzkurs. Wir sind Deutsche. So, wir sind nun mal nicht locker. Wir bauen Autos, wir fangen Kriege an, aber wir stellen es nicht mit Kugeln in den Park. Schön, dass du mitgekommen bist. Hallo. Das glaube ich nicht. Ne? Kann ich mal ganz kurz hallo, hallo. Habe ich einen Schnuppertag in der Hölle gewonnen? Na was? Was macht denn dein Ex, Heini hier? Ich habe gedacht, dass das eine ganz gute Gelegenheit für euch ist, euch noch mal neu kennenzulernen. Er hat mir mehrfach aufgelauert. Du hast ihn verhaften lassen. Weil er mir mehrfach aufgelauert hat. Weißt du, wenn du... Hey, da! Alles gut? Svenja meinte, wir sollen es noch mal miteinander versuchen. Also von meiner Seite kein Problem. Bin nämlich manchmal ein bisschen... Na, weiß ich ja selber. Aber Svenja hat's echt drauf mit dem ganzen Psycho-Quatsch. Okay, du und ich gegen Svenja und Iris. Ja? Jungs gegen Mädels, wie früher auf dem Schulhof. Los, komm, pass auf, wir spielen uns ein. Nein, ich spiel mich nicht ein. Ach, jetzt komm. Komm, hör auf. Komm, wir spielen uns ein jetzt. Svenja! Ach, so, komm. That is why all ja. Just like me, they long to yeah. be close to you. Yeah. Du hast mit dem Ex von deiner Dings Boccia gespielt? Buhl. Boccia ist die italienische Variante. Ja, ist ja was ganz anderes. Spiele spielen mit dem Ex-Freund. Sowas macht man nach 6 Jahren Ehe, frühestens. Spiele sind gemeinsame Interessen. Und gemeinsame Interessen sind die beste Grundlage für eine gut funktionierende Beziehung. Ja, siehst du, das meine ich. Wir haben früher nicht zusammen gespielt und deswegen haben wir jetzt auch keine... gemeinsame Basis. Wir greifen uns nur an. Ich habe probiert, mit dir zu spielen. Wir haben im Hof Stalingrad nachgestellt. Zu zweit. Es lag Schnee und deine Mutter wollte, dass wir rausgehen. Ich war die Deutschen. Ja, damit du lernst, dich in schwierigen Situationen durchzusetzen. Dass du nicht immer kneifst, wenn die anderen mal stärker oder mehr sind. Es kann übrigens sein, dass ich heute Abend eine Frau mitbringe. Hast du jemanden kennengelernt? Noch nicht. Wir haben genau gewusst, dass ich bei der Polizei war. Der hat gesagt, wenn ich weiter was ausplaudere. Haben Sie die Stimme des Anrufers erkannt? Ich habe Ihrem Kollegen das Band vom Anrufbeantworter gegeben.
Ich habe versucht, den Anruf aufzuzeichnen, aber ich war so aufgeregt, ich habe nur noch den Schluss drauf gekriegt. Er hat gewusst, wo ich wohne und alles. Ich verstehe nur Krimpfel, Pimpf. Pimpf, Bray, wir machen keine Witze. Ja, was passiert denn jetzt? Machen Sie jetzt was gegen den Kaltenbach? Also, Kaltenbach ist einer der größten Fleischfabrikanten überhaupt. Wenn wir bei dem auflaufen, dann können wir das nur, wenn wir handfeste Beweise haben. Mit so einem Viertel-Telefonat kommen wir da leider nicht weiter. Genau, unsere Kollegen werden alles tun, was in ihrer Macht steht, um Ihnen zu helfen. Wir sind nur zuständig, wenn bei Kaltenbach systematisch und organisiert betrogen wird. Ja, und zwar systematisch. Wenn wir nicht einwandfrei nachweisen können, dass jemand genau von diesem Gammelfleisch dabei Kaltenbach krank geworden ist, dann ist das sowieso nur ein Verstoß gegen das Lebensmittelrecht, hat nichts mit Körperverletzung zu tun und damit sind wir nicht zuständig. Ja, aber das sind doch alles Formalien, Kerstin. Ich dachte wir sind mehr so... Hä? Musketiere. Die haben auch nicht in der Behörde gearbeitet. Gut, dann ziehe ich die Aussage einfach zurück. Nein. Da war nix. Da ist auch nie was umetikettiert worden. Da war wirklich immer alles in Ordnung. Und bitte machen Sie das dann schriftlich. Übrigens wusste ich, dass das drei sind. Musketiere.